Mitte ist das neue Fachkräfte- und Karriereportal der IT-Wirtschaft in Mitteldeutschland. Da haben sich 20 Unternehmen zusammengefunden, 20 der führenden IT-Unternehmen. 5 davon sind heute für Sie da und werden Ihnen Rede und Antwort stehen. Ich möchte Sie Ihnen gerne vorstellen und beginne beim Hausherrn Thomas Nautsch, Perdata Geschäftsführer Leipzig. Daneben Katja Teichert, DIS AG, Jena und Leipzig. Frau Anja Kutzler, heute stellvertretend für Ihren erkrankten Chef bei uns. Vielen Dank für die kurzfristige Hilfe. Personalleiterin der Gießer Halle. Daneben Herr Dr. Frank Schönefeld, T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Und in unserer Runde, ganz frisch, sage ich mal, Stefan Gärtner, Sol Solutions Dresden. Er hat den Job seit 4 Monaten und hat ihn gefunden über das Schwesternportal IT Sachs. Außerdem, last but not least, der Community Manager und Geschäftsführer von Bodoni, Dr. Jürg Klukas. Herr Dr. Klukas, sind denn die derzeitigen Herausforderungen der IT-Branche in Mitteldeutschland und wie funktioniert IT Mitte? Okay, also von meiner Erfahrung her, ich war 7,5 Jahre bei der T-Systems Multimedia Solutions Personalchef und haben in dieser Zeit schon einen sehr guten Talentmagnet aufgebaut, hatten auch viele Bewerbungen und hatten ungefähr immer so 2000 Bewerbungen im Jahr, 140 Leute zum Beispiel in 2008 eingestellt und dementsprechend viele Absagen. Ich wusste aber, dass von den vielen Absagen, die wir haben, 10% eigentlich nicht schlecht sind. Na, da war immer irgendwas dran, entweder die Führungskraft sagte, ja, der ist gut, aber mein Projekt ist gerade weg, ich kann ihn jetzt nicht einstellen. Oder es war nicht ganz die fachliche Ausprägung, die wir uns aus dem Lebenslauf erwartet haben, aber sonst ein guter Kerl, wenn man einen anderen Kunden hätte, in einer anderen Branche, wäre der perfekt gewesen. Und da haben wir uns nur so überlegt, wir müssten das doch irgendwie vermitteln können. So schade, ihn einfach jetzt so abzusagen. Und wir hatten ein großes Partnernetzwerk und dadurch ist die Idee entstanden, uns gegenseitig dieses Potenzial zu empfehlen, statt einfach nur abzusagen. Und das machen diese 20 Partner von IT Mitte. Die haben sich ein gemeinsames Community-Portal überlegt und über den empfehlen die sich gute, geeignete Bewerber. Und die 20 Unternehmen von IT Mitte, die haben ungefähr 4.500 Absagen jedes Jahr. Und 200 Leute wollen sie einstellen. Also da bleibt, wenn ich sage, okay, 10% davon, das sind 54 Menschen, die müsste man doch für die Region binden können, genau, wenn man den Bewerber vor die richtige Haustür bringt, vermitteln können. Und haben wir uns überlegt, okay, die Community besteht eigentlich daraus, dass wir uns ein Regelwerk überlegt haben, ein strenges, nachdem wir sagen, okay, er muss gewisse Regeln erfüllen, zum Beispiel, er muss von einem Geschäftsführer oder Personaler gesehen worden sein. Er muss eine überzeugt präsentiert haben im Gespräch, also gute kommunikative Fähigkeiten haben und er muss eine Kompetenz besitzen, die gerade von der Community gesucht wird. Das heißt, die Leute müssen sich auch regelmäßig treffen, die Ansprechpartner der Community, weil die müssen sich ja austauschen, was ist denn jetzt gerade gesucht, wen sucht er denn? Damit der Personaler in dem Moment entscheiden kann, der erfüllt die 5 Regeln und der bekommt jetzt einen Empfehlungscode. Und mit diesem Code kann er sich quasi bei IT Mitte orientieren, kann die Stellen aussuchen und wenn er dann passende hat, kann er sich daraufhin bewerben und kann dort in einem Feld den Empfehlungscode eingeben. Das Portal verifiziert das, ob der gültig ist, der Code, und schickt dann an die anderen Partner eine E-Mail, wo dann drin steht, empfohlene Bewerber über itmitte.de, empfohlen von Firma XY, von dem anderen Partner. Also der andere Personal oder Geschäftsführer weiß, da wurde also schon nach den 5 Regeln für gut befunden, da wurde gesehen und so weiter. Und von welcher Firma er empfohlen wurde, mehr nicht, weil der Code verschlüsselt keine personenbezogenen Daten. Machen also als ein Absageschreiben eigentlich ein Empfehlungsschreiben. Also ich habe mittlerweile auch Bewerber erlebt, mit denen ich da in Kontakt stand, die helfen sich da schon am Lebenslauf mit hinten dran. Und wenn man weiß, dass in Deutschland pro Jahr etwa 15.000 Informatiker ausgebildet werden, der Bedarf aber bei 16.000 liegt, dann merkt man, dass praktisch pro Jahr schon mal automatisch 1.000 fehlen sozusagen. Und dann liegen wir noch im Osten, ja, wo orientieren die sich also hin, natürlich in die großen Wirtschaftszentren. Das heißt, wir müssen einfach kreativ sein, wir müssen uns was Neues überlegen, wie können wir sozusagen die Region stärken und wie können wir aus dem Potenzial, was wir ja haben, 3.200 Bewerbungen, wie können wir da sozusagen insgesamt auch für die Region was tun. Und wir erleben es regelmäßig, dass sich Kandidaten in hervorragender Weise bei uns im Haus präsentieren, dass es jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Einstellung kommen kann. Und wir freuen uns umso mehr, dass wir über diese Community diesen Kandidaten nun eine zweite Chance hier in der Region geben können und vor allen Dingen das Potenzial hier in der Region bleiben kann. Gut qualifizierte Leute hier in der Region halten, heißt ganz einfach die Chance zu haben, auch hier in der Region, wenn man jemanden braucht, einen guten zu finden. So, das ist nicht
ist nicht nur Menschenfreundlichkeit oder sonst irgendwas, es ist einfach handfestes wirtschaftliches Interesse, gute Leute in der Region zu halten. Und das erreichen wir so. IT-affine Mitarbeiter findet man am ehesten über entsprechende neue, moderne Lösungen. Und von daher setzen auch wir hier auf Web 2.0 Technologien. Wir wollen nicht unsere Stellen einfach nur in Jobportalen im Internet vermarkten. Für mich war eigentlich klar, dass ich zum einen im IT-Sektor arbeiten wollte und zum anderen auch gerne in der Region Dresden bleiben wollte, eben weil ich dort Familie, Freunde und Bekannte hatte. Und da sah meine Strategie eigentlich zunächst so aus, dass ich mir eigentlich auf eigene Faust Stellenangebote über zum Beispiel Zeitungen gesucht habe oder IT-Firmen über ein Branchenbuch rausgesucht habe und mich bei denen beworben habe. Und das ist aber eher am Sand verlaufen und bin dann eher durch Zufall an der Uni nochmal auf eine Aussage von IT Sachs, also dem Schwesterportal, gestoßen und habe die Seite eigentlich als Jobbörse genutzt, habe mir Stellenangebote herausgesucht und mich beworben. Unter anderem bei der Sword Solutions GmbH. Ja, als Fazit kann man eigentlich sagen, dass mir IT Sachs an der Stelle sehr weitergeholfen hat, weil es mir eigentlich die Möglichkeit geboten hat, Stellenangebote in der Branche zu suchen, in der ich arbeiten wollte und in der Region, in der ich arbeiten wollte. Und das alles sehr schnell und unkompliziert vonstatten ging. Wir sind jetzt schon in einer Bewerberknappheit im IT-Bereich. Das bedeutet, der War for Talent hat für uns begonnen. Das ist die eine Sache. Wir haben aber auch in Mitteldeutschland eine ganz besondere Aufgabe. Und das ist etwas, wo ich auch jahrelang schon für plädiere und auch Unternehmen mit an den Tisch bringe. Nämlich die Abwanderung der Fachkräfte. Wenn wir uns einfach mal die ostdeutsche Region anschauen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, haben wir 2009 140 Menschen, die pro Tag in andere Bundesländer abwandern. Davon sind sicherlich auch sehr, sehr viele Arbeitnehmer, interessante Arbeitnehmer, die für uns eben nicht mehr tätig werden. Wir sehen in IT-Mitte eine Möglichkeit, unsere Personalmanagementmaßnahmen, insbesondere unser Recruiting, auszuweiten. Und da kommt etwas zum Tragen, was auch, glaube ich, schon der ein oder andere Vorredner mit angesprochen hat. Wir haben einmal eine Region, die wirtschaftlich noch nicht ganz da angelandet ist, wo sie wirklich für alle Menschen attraktiv ist. Wir haben aber die Möglichkeit, über ein starkes Networking miteinander diese Situation zu verbessern. Und IT-Mitte als Bewerberplattform mit zusätzlichen Funktionalitäten bietet einfach die Chance, hier an der Stelle gemeinsam zu profitieren. Jetzt kann man sagen, gut, ist ja vielleicht auch eine Wettbewerbssituation untereinander. Ich würde das mal jetzt ganz salopp beantworten. Wenn Sie in die Gottschedstraße gehen, dann gehen Sie nicht dahin, weil da eine Kneipe ist und man in keine andere gehen kann. Und genauso attraktiv ist das natürlich auch für Bewerber, wenn Sie wissen, dass in dieser Region ganz viele Unternehmen sind, die gemeinsam über eine Plattform erreichbar sind. Man hat weniger Aufwand, eine bessere Chance, einen guten, qualifizierten Arbeitsplatz zu kriegen und man hat auch in der Region Alternativen, weil kein Lebensweg sieht heute mehr so aus, dass man sozusagen bei einem Unternehmen anfängt und dann 30 Jahre da bleibt. Das ist ja unrealistisch. Insofern stärkt das die Region und stärkt damit auch die Perdata und gibt uns die Chance, aus Mitteldeutschland heraus bundesweit gute Dienstleistungen zu erbringen mit einem wachsenden Geschäft und das heißt auch mehr gutes Personal. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gerne können Sie jetzt noch Einzelinterviews führen, die Sie brauchen.